Willkommen zum Stadtgespräch Böblingen. Heute aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, den Alexandros Evstatio. Und liebevoll, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wirst du bei uns in der Redaktion Spenden-Alex genannt. Herzlich willkommen, Alex. Herzlichen Dank. Dankeschön. Sag mal, du bist jetzt 20 Jahre im Dienst sozusagen. Was ist denn aktuell die Spendensumme, die schon beieinander ist? Also die aktuelle Spendensumme liegt zurzeit auf 627.000 Euro. Bravo. Bravo. Danke. Und was motiviert dich seit vielen Jahren, das tagtäglich, das tust du ja quasi tagtäglich, zu tun, neben allen anderen Dingen, die man ja so für gewöhnlich auch tut, um seinen Lebensunterhalt zum Beispiel zu wahren? Gut, das Schöne an die Geschichte ist, wenn du siehst, jemand kommt bei dir krank rein und den unterstützt mit irgendwie so Spendenaktion oder Therapie und nach seiner Therapie kerngesund zurückkommt. Mhm. Es gibt dir die Kraft, und immer weiterzumachen und weiterzumachen. Wenn jemand zu dir kommt, wie wird er auf dich aufmerksam? Gut, inzwischen 20 Jahren, also wenn du auf Kinderhilfsaktion gehst, da bin ich mit zig Seiten drin, mit der Hilfsbereitschaft, mit Spendenübergaben, mit vom Regio TV, die ganzen Filme, Presse, also das spricht alles, die Hilfsbereitschaft von Kinderherzaktionen. Okay, und wen genau kannst du denn unterstützen? Was für Kriterien gibt es, damit du Spenden sammelst für jemand? Gut, es sind ja verschiedene Aktionen. Wenn jetzt ein Kind von Deutschland ist, wo jetzt die Versicherung bezahlt, zum Beispiel eine Delfintherapie, da startet die Kinderherzaktion, die Delfintherapie-Summe, das kostet 15.000 Euro zu sammeln, damit das Kind jetzt nach die Therapie zu Delfine geht. Okay. Andersfalls jetzt ein Kind aus Ausland, Russland zum Beispiel, die Aktion Maria, wo ich hatte, das Kind ist nicht versichert. Da ging es dort mal zu Beginn für eine Operation von 50.000 Euro. Wo war das Kind her, wenn du sagst aus Ausland? Russland. Russland, und die Aktion, wo das Kind im Krankenhaus war, das war in Tübingen, in der Corona-Klinik. Okay. Das heißt, das Kind war schon da und ist dann auf dich aufmerksam geworden? Genau. Oder genau, wie kam der Kontakt? Familie, ja? Die Familie war da in Tübingen, und da ging es dann ums Geld. Und dann hat die Dolmetscherin, die kam von Aldingen, und hat von meiner Aktion gehört, und hat mich angerufen, kam im Lokal und dann der Vater auch dazu. Und dann habe ich die Spendeaktion als Aufruf gestartet. Und dann haben wir die Maria damals genau 2 Jahre lang betreut, aber leider hat sie es nicht geschafft, ist gestorben. Okay. Aber das Schöne an die Geschichte war, die Maria ist nicht vom Finanziellen gestorben. Okay. Also die Hilfsbereitschaft, da bin ich dankbar an die ganzen Leute, wo die Aktion unterstützt haben. Mhm. Das Kind ist nicht vom Geld gestorben. Mhm. Leider halt von ihrer Kräfte. Von der Krankheit selber, ja, genau. Wer unterstützt dich denn in der Regel? Wie kommst du an die Spenden? Was sind das für Menschen, Firmen? Wie geht es? Gut, Unterstützung ist jetzt, wenn ich so einen Spendenaufruf mache für ein Kind, da gehe ich in die Presse. Okay. Einmal Goebode, Kreiszeitung, Facebook, Homepage, überall, Flugblätter, mache ich den Aufruf, und dann spenden die Leute Geld. Und dann mit den Promis, da telefoniere ich, ob ich jetzt da signierte Artikel bekomme. Und da habe ich natürlich auch seit jetzt fast 20 Jahren auch riesen Unterstützung. Und da bekomme ich die Artikel, dann versteigere ich das. Okay. Wenn wir gerade bei den Promis sind, kannst du da den einen oder anderen nennen, der dich da regelmäßig unterstützt? Ja gut, also VfB Stuttgart, jetzt das Schöne natürlich vor der Haustür, ein mega Unterstützung. Seit ich mit dem Peter Reichert zu tun habe, läuft es familiär. Okay. Also, wir haben ein gutes Verhältnis, er unterstützt mich, dann unterstütze ich für das Projekt von VfB Stuttgart, das Fair Play, VfB Fair Play, oder wie das heißt, VfB Fair Play, ja genau. Ja. Und er unterstützt mich, ich unterstütze das Projekt. Du warst ja unlängst mal im Stadion, das war Ende letzten Jahres, glaube ich.
beim VfB-Spiel. Das war im unten. Was war da für eine Aktion? Beim VfB Stuttgart, da habe ich damals 10.000 Euro an VfB Fair Play gespendet. Und an dem Tag beim VfB habe ich die 600.000 Euro knackt. Ah, okay. Ja, das heißt, da war dein... Die Spendesumme von 600.000 Euro. Toll, toll. Wir sprechen gleich weiter. Liebe Zuschauer, wir gehen in eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Ja, willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen aus der Motorworld. Nach wie vor und weiterhin mit Spenden Alex. Alex, das hast du uns schon ein bisschen erzählt darüber, wie viel umfänglich du schon an Spenden eingesammelt hast. Ich habe gerade gehört, 200 Aktionen sind es gewesen. Kannst du da das eine oder andere Highlight, das du erlebt hast, noch rausziehen? Gut, von den 200 Aktionen, Highlight war natürlich von der Spendesumme her, die Maria, das war das höchste, 192.000 Euro. Für die Hilfsbereitschaft, für die kranke Maria. Dann gab es natürlich andere Aktionen, wo hier in Deutschland in der Klinik ist und der Arzt sagt zu dir, sind Sie froh, dass Sie so alt geworden sind. War mal krank mit 8 Jahren, ja. Rückfall mit 35. Und dann gehst du hier in der Klinik, der sagt zu dir, da geht nichts mehr. Und dann gehst du nach USA und der Arzt sagt zu dir, wir müssen hier ein Bein abnehmen. Ja. Kostet aber 130.000 Euro. Und dann habe ich damals auch den Aufruf gestartet, haben wir 40.000 Euro zusammengebracht. Und wenn du heute die Frau siehst, die läuft schneller wie mir mit zwei Füßen. Also es gibt Wunder, es ist unglaublich. Also der eine sagt, da geht nichts mehr, nur gehst du woanders und ist alles okay. Okay. Und das ist natürlich auch eine von meinen größten Geschichten, wo du jetzt abgeschrieben bist und auf einmal kommst du zurück von USA und alles ist okay, bis heute. Aber auch andernorts bleiben deine Aktivitäten ja nicht unentdeckt. Ja? Du hast ja verschiedene Ehrungen gekriegt, bis ganz hoch eigentlich. Ja? Willst du uns da noch ein bisschen drüber erzählen? Gut, von den Ehrungen, das ist eigentlich wie die Stufen. Von 1 nach 2 und von 2 nach 3. Also ich habe angefangen mit der Ehrung vom Oberbürgermeister in Herrenberg, der Herr Gantner. Dann kam Landrat, dann kam der Ministerpräsident und dann kam der Herr Kauck, der Bundespräsident, die Einladung in Berlin im Schloss Bellevue. Und was war das für eine Auszeichnung dort? Gut, das war 60 Personen von Deutschland. Ehrungen durch soziales Engagement. Und da war ich der einzige Grieche dabei. Natürlich tolle Sache. Ist das dann schon die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann? Oder gibt es da noch was weiteres, das du auch gerne noch hättest? Vom Land Baden-Württemberg, die höchste Auszeichnung, die Stauffer-Medaille, die habe ich vor 2 Jahren bekommen. Und dann kam jetzt ein Brief wegen dem Bundesverdienstkreuz. Ja. Und da steht drin, ich soll langsam machen, weil innerhalb 2 Jahren können Sie mir diese Auszeichnung nicht geben. Also, das heißt, also langsamer sammeln sozusagen, oder wie? Genau, also das heißt, der Weg geht an die höchste Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes. Okay. Toll. Du hattest vorher das mit den Trikots angesprochen, beziehungsweise am Beispiel VfB. Wie funktioniert das? Kriegst du von den großen Vereinen Trikots? Und was machst du mit denen? Und wie fließen die dann wiederum in die Spenden rein? Gut, meine Kontakte sind ja Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Manager, Spieler, Zeugwart, Fotograf. Das sind alles meine Kontakte von den Vereinen, die ich habe. Ja. Ob jetzt Bayern ist, VfB, Barcelona, Real Madrid. Und von da, mit den Leuten, die ich Kontakte habe, die schicken mir die Trikots, tue im Netz rein, verkaufe es und das Geld fließt auch dann irgendwo in eine Spendeaktion. Okay. Eine ganz tolle und auch neue Geschichte bei dir im Haus, im Betrieb in Herrenberg, ist die VfB Arena. Richtig. Was hat es damit auf sich? Gut, VfB Arena, mein Wunsch schon eh und je war immer, eine Sportgeschichte, eine Location aufzumachen und alle Artikel, was ich habe, ob es Muhammad Ali ist, Mike Tyson,
Rennen überall, Schumacher, Rosberg, Fußball, egal was, das wollte ich alles ausstellen, aber das Problem ist, ich kann von meinem Restaurant nicht weg. Und deswegen habe ich in kleiner Form den Gewölbekeller in VfB Arena umgebaut und da gibt es von meinen 20 Jahren VfB-Kontakte, ist alles mit VfB Stuttgart, wie heißt das jetzt? Ja, dekoriert. Genau. Mhm. Genau. Und ob es jetzt Jens Lehmann, seine Kickschuhe sind, von Peter Reichert, Jens Lehmann. Wer darf da rein, wer darf das besuchen? In die VfB-Arena, ja. Die ist offen für... In deine VfB-Arena, ja. Da kann jeder rein. Mhm. Es wird die VfB-Spiele immer live übertragen. Okay. Beim jedem Tor gibt es ein Uso. Und bei der Schanze, falls ein Tor fällt, gibt es auch ein Uso. Zwischendurch laufen wir mit Uso. Das heißt, bei einem Spiel laufen wir die Gäste fast betrunken raus. Weil da geht der Uso ist wie Wasserlauf. Ja, ja, ja. Jetzt lass uns doch zum Schluss noch einen klassischen Spendenaufruf machen. Sag, wo sich Menschen, die die Sendung jetzt heute sehen, sich bei dir melden können oder wie das funktioniert. Du hast vielleicht eine Homepage oder? Gut, alles zu sehen gibt es unter www.kinderherzaktionen.de. Mhm. Das sind die ganzen Geschichten über 20 Jahre Kinderherzaktionen. Ganz toll. Ich freue mich, dass du heute Zeit gehabt hast, dass du heute da warst, dass wir heute mit dir über die Kinderherzaktionen reden konnten. Wir sind jetzt leider schon wieder durch. Toi, 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 alles Gute jetzt dir. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, weiterhin viel Spaß im Programm. Wenn Sie Lust haben, sehen wir uns bereits kommende Woche wieder. Musik